Zyklon Batsirai hat nach ersten Behördenschätzungen auf Madagaskar mehr Schäden angerichtet, als bisher erkennbar war. Mindestens 20 Menschen kamen bisher ums Leben. Tausende Häuser stehen unter Wasser oder wurden komplett zerstört. Mehr als 55.000 Menschen wurden vorübergehend obdachlos. Mancherorts haben die heftigen Sturmböen sogar ganze Häuser durch die Luft gewirbelt. Wie Hilfsorganisationen berichten, sind über 220 Schulen zerstört worden. Mindestens 14 Brücken sind derzeit blockiert. Im Südosten der Insel wurde die Infrastruktur massiv beschädigt. Dadurch sind vor allem die Bergdörfer derzeit von jeder Hilfe abgeschnitten. Die größte Gefahr droht derzeit aus dem Wasser, sagt der Regionalmanager Jean-Louis Roux. Durch das schmutzige Wasser bestehe die Gefahr einer Ausbreitung von Krankheiten wie Malaria, Durchfall oder Cholera. Auf Luftbildern, die die Welthungerhilfe vom Südosten der Insel veröffentlichte, standen ganze Ortschaften und Ackerflächen unter Wasser. Die Menschen in Ostafrika haben sich noch nicht vom Tropensturm Anna erholt, der vor rund 2 Wochen Madagaskar, Mosambik, Malawi, Simbabwe und Sambia verwüstete. Hilfsorganisationen befürchten nur nachhaltige Schäden, da die Menschen in der Region noch unter den verheerenden Zerstörungen des vorangegangenen Zyklons leiden. Der Süden von Afrika befindet sich derzeit in der Zyklonsaison, die bis Mitte März oder April schwere Stürme und Niederschläge mit sich bringen kann.